Guten Morgen. Habt ihr schon abonniert? Noch nicht? Dann aber schnell. Wollt ihr Teil der Ägypten-Vlog-Familie sein? Dann abonnieren und liken. Und dann seid ihr dabei. Willkommen, meine Familie. Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Ja, alle sind versorgt, ne? Die haben keinen Hunger. Mopsi fehlt und du bist jetzt der Wachhund. Bist jetzt alt genug, du bleibst jetzt draußen. Hier ist dein Futter und dein Wasser ist da hinten. Und lieb sein. Jetzt zeige ich euch, was gestern bis nachts um 3 hier passiert ist. Ah gut, kannst mitkommen, komm. Ist auch egal. Ja, das ganze Dorf weiß, Mopsi suchen wir. Mopsi ist weg. Also, ich kann zählen und zählen, aber ich finde sie nicht. Also, immer 14 gezählt. Ich sag mal, bis ich es gecheckt habe. Mopsi. Also, wir kriegen jetzt Wasser. Guckt. Das kann aber noch dauern bis, was hat er gesagt? 10. Oktober. Ja, wurde gestern hier rumgemacht. Hä? Ja. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum. Ne, also da hinten wird dann die Wasseruhr gemacht. Es wird nur so gegraben und dann, sag's mir, die Leitungen, das sind die grünen Leitungen, werden verlegt und dann haben wir unser eigenes Wasser. Endlich, bändlich. Was ist hier los? Ach du. Ja. Wo graben die hin? Oh, bis hinten um. Bis hier. Da wird die Wasseruhr dann sein. Und so dünne Leitungen werden das sein. Also ich kenne das aus Deutschland. Das sind doch Riesen. Das sind doch so solche Bolle. Und wir kriegen das nur mit so kleinen Plastikdingern unter der Erde. Oh ja gut, was willst du machen? Gell, Fini? Geht nicht anders. Hier Fliegengitter. Könnt ihr sehen, die Schiebetür. Der Typ. Ich nie wiederkomme, hat sich nimmer gemeldet. Voll crazy. Er weiß warum. Bullshit. Hat er gemacht. Ja. Die Schwiegermutter gestern Nacht um 3 hat mein Mann mich geweckt, unabsichtlich. Er hat das Blutdruckmessgerät gesucht. Die hat irgendwie, ihr Kopf war komisch. Ich habe schon einen Schiss gekriegt. Ja, ich habe gesagt, ja, dann gib mir doch eine Kopfschmerztablette. Nee, lieber nicht. Dann haben wir gesagt, dann soll sie Milch trinken. Also es war nicht schlimm. Irgendwie 120, 126 zu 60 oder so 136 zu 60. Also nicht schlimm. Ja, jetzt kann ich euch gleich wieder weiter erzählen von der Hexe. Warte mal. Der Mann von der Hexe dreht wieder durch. Der hat einen Bagger gebracht und hat die Tür baggert, also mit dem Bagger eingeschlagen von den Leuten, aber die Leute, jetzt habe ich es auch gecheckt, die Leute wohnen da gar nicht. Die werden dann immer angerufen, wenn der durchdreht, der Hexerich. Wahrscheinlich sagt ihm Allahu Alam, geh dorthin, mach das und das, weil früher war der nicht so. Der geht voll ab. Ich gucke gerade, ob wir hier nochmal so komische Dinger haben, die sich wieder vermehren können, weil da muss ich aufpassen. Wie ein Stieglitz. Heißt das so? Keine Ahnung. Ja, stell dir vor, schlägt und dann, die hatten ja noch Dattelpalmen, die hat er alle raus mit dem Bagger und verkauft. Der hat die, weiß ich nicht, 10 Palmen waren im Grundstück von denen. Jetzt weiß ich nicht, ob er die ausgegraben hat oder gefällt hat und das Holz verkauft hat oder was hat er da gemacht. Irgendwie hat er die 10 Palmen weg, die sind auf einmal verschwunden und verkauft. Ja. Ich muss da nochmal genauer nachfragen, was da los ist. Stellt euch das Ding vor. Kommt er einfach und das ist ja gar nicht sein Recht. Dann habe ich gesagt, sag mal, wieso holen die nicht die Polizei? Das ist ja nicht so wie in Deutschland. Die sind schon vor Gericht und ja. Das ist der Hammer. Ich so, sag mal, das ist doch, da muss doch die Polizei kommen und den stoppen. Wo ist sein, vor allem der, ach, das habe ich ja euch schon mal erzählt, der Typ mit dem Bagger. Nee, das habe ich euch nicht erzählt, oder? Der Typ mit dem Bagger, der muss doch irgendeine Bescheinigung haben. Doch, das habe ich euch erzählt. Doch, jetzt kommt es mir gerade.
Ja. Aber mit den Palmen wisst ihr noch nicht. In dem Live-Video, in dem Video mit meiner Freundin. Mit den Palmen, das hat mein Mann mir erst erzählt. Stellt euch das Ding vor. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, was gibt's sonst noch Neues? Was gibt's von den ganzen anderen Stories, von den ganzen anderen Idioten? Dann hat er gesagt, ja, da ist ja noch die Geschichte mit der Geschlagenen, mit ihrem Mann. Die haben ja Streit mit dem einen Typ wegen dem Stück Land, wo die nichts machen darf. Sobald die irgendwie was machen will, kommt er und zerstört es. Und dann hat er doch den alten Mann geschlagen. Dann hat die Frau den geschlagen und die haben die Frau geschlagen. Ihr wisst, das ganze Drama hin und her. Komm, Fini, komm. Oh, ach ja, stimmt. Beim Frühstücken heute Morgen, die Ameisen waren auf einmal in der blöden... Hä, wo ist die Tüte hin? Aha, Tüte ist weg. Die hat jemand mitgenommen, wahrscheinlich eine Katz. Ha! Okay, ist auch egal. Hast du das letzte? Gargouche, da waren voller Ameisen. Ich verstehe das gar nicht. Also, die Geschichte, sag's euch, es ist... Hey, Sahara, kommst du? Jetzt wird sie wieder aktiver. Die Geschichte ist jetzt so. Der Typ, weil er die Frau geschlagen hat und im Unrecht ist, hat 6 Monate Gefängnis bekommen. Aber die muss er erst antreten, wenn die Polizei ihn findet. Also der versteckt sich ja immer. So, jetzt hat er angeboten, er will den Streit schlichten, aber er will 15.000 Pfund. Ja, und wenn die anderen ja sagen, dann bleibt alles, wie es ist. Die Geschlagene, die bekommen ihr Recht sowieso. Die haben 50 Meter mehr, was weiß ich. Er will aber die 50 Meter in 15.000 Pfund bezahlt bekommen. Und das will die geschlagene Familie nicht machen. Und jetzt ist es so, jetzt muss er entweder ins Gefängnis oder er verzichtet auf die 15.000 Pfund, weil die anderen gehen keinen Schritt zurück. Ja. Und ich sag so, hä? Und wenn die jetzt sagen, akzeptieren, jeder tut seinen Richter zurückpfeifen, dann ist gut, dann muss er nicht in den Knast. Ha ja, dann ist vorbei. Also so ist es hier. Echt lustig. Fini! Habe ich auch gesagt, also komm. Da ist alles so. Ich weiß es nicht, ich sag da nichts dazu, aber ihr, so ist es hier. Ne? Also sobald du deinem Richter sagst, deinem Rechtsanwalt sagst, es ist rum, ich will nicht kein Geld, wir haben es geklärt privat, dann wird alles zurückgezogen, er muss nicht ins Gefängnis, fertig, und das will er jetzt. Ja, weil der ist ja auch der Streitschlichter an der Schule, ne, sein Job. Und wenn er da 6 Monate im Gefängnis ist, habe ich gesagt, ja, was ist denn dann? Kriegst du dann den Job, Mahmoud? Weil er hat es ja auch gelernt, der Streitschlichter, mein Mann. Oh, Younes! Und dann sagt er, nee, dann wird die Stelle frei bleiben, bis er aus dem Knast kommt. Ja, verliert er den Job nicht? Nee. Na dann. Ist ja super. Na gut, dann hast du so einen Sträfling als Streitschlichter in der Schule. Auch gut. Ich finde das lustig. Also weißt du, das ist doch zum Heile ist das. Und mein Mopsi, das regt mich so auf, dass die nicht da ist. Die süße Maus mit den großen Kulleraugen. Aber was willst du machen? Ja, so ist es halt. Gell, Fini? Und du bleibst jetzt hier. Du bist jetzt groß, ein großer Hund. Du kuschelst mit denen so. Fertig. Fertig. Gell? Jo, feiner. Dreh dich. Komm, dreh dich. Dreh dich. Komm. Zino, dreh dich. Komm. Dreh dich. Jo, fein, komm, dreh dich. Ja, nochmal. Nochmal. Komm. Komm, dreh dich. Jo, fein, sit. Wo bist du denn jetzt? Lass mich jetzt essig. Ach, ich hab Zeit zum Üben. Komm, ich hab keinen Bock. Ja, ihr seht's. Ja, jetzt komm ich wieder. Ich hab Sitz gesagt. Sit. Sitz. 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 Ja. Ich muss gerade fein sagen. Sitz. Fino. Das ist Platz. Ist auch gut. Hauptsache, ich hab mal Ruhe. Hier ADHS. Drinnen ADHS. Gell? Und hier Depression. Nee, alles gut. Angie geht's gut. Habibi. Ich fand das gerade total lustig. Der hat diesen Zwieback und das Heu vergraben mit der Schnauze für später, wenn er Hunger hat. Ne, und die Sahara spekuliert hier auf das Hundefutter. Mal gucken. Mhm, hab ich's doch gewusst. Vielleicht hilft sie ja beim Schildkrötenpanzer wachsen.
frühst, damit du groß wirst für Gobi. Ja. Niam, 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 niam. Schaut euch das Ding an. Jetzt machen wir Geschenke auspacken. Ich warte noch auf die Kinder. Das ist für Abudi. Und ich habe schon gesehen, so Spielzeug für die Kinder ist wieder angekommen. Von der lieben Yvonne. Und die liebe Sassi hat es mitgebracht. Und schaut euch, was sie gemacht hat. Das ist selbst handgemacht. Sie hat gemeint, benutzt es für die Affen oder die Katzen. Ich so, was? Die hat ein Jahr dran gehäkelt. Das ist das, ey, absolut Hammer, gell? Und das benutzen wir doch für uns selber, fürs Sofa. Das muss man wertschätzen. Ich finde sowas sentimental. Look, Mahmoud, one year work this. One year. Ein Jahr und vor allem jedes einzelne Kästle. Was hat sie da gemacht? Weißt du, das muss man wertschätzen. Abudi, ta'alo, ogodo. Ta'alo, habib, habaibi. Ogodo. Willst du auch? Komm, khalas, wir machen das hier dann. Guck mal, die Batanea. Wahed marra. Wahed sana. Isma hasassi. واحد سنة شغل وهي يقول هلي هلا أوتا ولا قروت سلا دي عمل في في السوفا هني دس تو سير شون كا اوكي وي ستارت تعالوا تحت حبيبتيس وهنا على جنب ابودي على رجالة zu den Männern على دلوقتي ستارت على wir fangen an mit den Spielsachen. Hock dich doch dahin, dann sieht man dich. Na und, geh doch auf die andere Seite, dann sieht man dich auch. Dann geh mich dahin, dann können wir alle zusammen angucken. Fen Yunis, die Lerbi, Akitaban. Jetzt mach, schütteln wir es mal raus. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Soben! Nicht lange. Allah! Okay, Akitaban, die Coco, die Nafisi, sa? Die Abudi, 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 waha! Weni Galam, du kriegst eine Ohrfeige. Okay. Oreru, kann man, mumkin, eine Are, Are, Faheya, Behep. Ewa, ich weiß, die mag. Ashanheya, Bamba, Uenti, Movi, Arfa. Okay, und jetzt haben wir hier Hudum Filshiti, Habibi. Guck mal, Adikul, ups, und Bomboni. Wer hat es gegessen, sagt er. Wahed T-Shirt, come help me, Mahmoud, help me. That we see, and Mausi, bring San Diego, mashallah. Not small, ach, for you. Was steht da drauf? The Shita, the Shita. What ja, means this? Ah, stimmt. Wow, this is nice for the winter. Und Spider-Man, long sleeve. Ah, this is Spider-Man. Guck mal, noch ein T-Shirt. Mausi, kannst du mir kurz die andere Tüte bringen? Wow, die ist auch cool. It's time to ride, skate with the world. Real skater or are always on the road. Ah, und hier so Jäckle. La jacket. Aha. Waha. Enti ilbe solubet fil bet di bas. Fil lil. La. Lau enti mich arf, nafisi mau gut. La. Ah, okay. Also das ist fil shiti aschan bert enti ilbes khala, aber mich amal bibi goa. Nicht pipi reinmachen. Das ist ja cool für Jungs ein solubet. Ua bors. Hier, dein Lieblingstier, your favorite animal, Mahmoud, the bors. Oh, short. Wow. Ubadian, ah, Warin. Die Yvonne. Aywa, Filshiti. Und diesen Schuh, guck mal, der ist sogar noch original. Arif, say to me, die Robe mehr Guinea. But, die, aywa, 12,90 €, 13 €. The other shoe is in the Shanta from Corinna. Das im Kofferraum vergessen.
Der hat mir gesagt, Mohammed will go and take it. Schufi, die Magasak, das ist deine Größe. Ashanfi, Wahed, Lissi, Fil Gardaga, Tani. Hat er die richtige Seite? Ja, ja. Quais? Super. Perfekt. Und bei den Nafisi, Elbes. Die Kutschi mit Beat. Das ist für Mädchen. Oh, die Akitaban, Madame. Nafisi, Warin oder Coco? Nafisi. Coco? Nafisi. Okay. Ah, Chemis, Doktor, Mohandes. Ein Hemd für Abudi. Guck mal, du kriegst die Schlange. Girls? Girls, girls, girls. Ah, Mumkin. Ah, die Abudi. Uhu, Mumkin. Coco. Oh, Coco, du hast schon so viel. Coco. Nafisi, mich. Nee, sag ich nicht, ess nicht so viel, dann passt dir nix. Darfst nicht sagen zu den Kindern. Kuku. Hosan. Die Abu. Oh, verstand die? Fusten! Ein Fusten! Die hat genau den gleichen. Stimmt! Die Nafisi? Hat sie schon mal. Ach was. Laufis Reya fi Tani, fi Ali und fi Makka in Kairo. Aya Hege Sareya. Na, jetzt ist es Magasi. Das ist typisch Ägypter. Guck mal hier. Short, Abudi. Ufi Tani, Utalit. Fil Shiti di. Shufi. Kweis. Mush. Sana di wala tani sana, mish mushkili. Und T-Shirt und die Schufi. Die Seekalzum. Oder Barra. Ah ja, Pyjama di. La Pyjama. Das ist ein Pyjama. Sag, damit schläft man in Deutschland. Say. Die viel Schukran sagt er. Enti 9B, mish itla Barra bi di. Ah, die will viel Serir. Ah, Pyjama ismu. Lades. Barra du. Auch für draußen. Hier ist alles egal. Ah, ist für Mädels. Coco. Mal ist Nafisi. Mumkin die Nafisi? Inshallah. Schufi il Bett, quais Schufi. Komm, Younes. Komm, Younes. Aywa, die Schagel. Und mumkin wahed tani min di. شغال شوفي دي ستريتش حبيبتي امسك دي لا دي مش شغال اوكي خلاص لا كبير ودي لا خلاص دي في دي كوكو شوفي ده اين لك لكي كوكو und der andere Schuh kommt noch. You take the price away, Mahmoud. Und die Geimin Yvonne. Arfa Yvonne. Yvonne. Marra, die gibt Kulu Sana Hudum. Ist Mahan Yvonne. Guli Yvonne. Yvonne. Und die Arfa Yvonne. Und die Arfa Yvonne. Ich will die erste Yvonne. Yvonne. Guli, Kul, Wahe Taleta. Wahe den Taleta. Shukran Yvonne. Shukran, Yvonne. Don't forget me. What you need, Mahmoud. Masha'Allah, ich freue mich. Okay, und Sassi, also das war wieder so. Die Sassi fährt in Urlaub. Schreibt mich an. Ich kann dir was mitbringen. Wir sind viele Leute. Und ich so, super. Yvonne, du kannst 5 Kilo schicken. Super. Dann, Yvonne macht ein 5-Kilo-Paket fertig. Sassi bringt's. Corinna, meine lovely friend in Hogada, geht zu Sassi, trifft sich. Sassi hat aber noch was vergessen, holt nochmal die andere Tüte.
und hat die Decke mitgebracht für uns. Und Corinna trifft sich mit Mohammed und Mohammed hat es abgeholt und hat es zum Bus gebracht bis uns ins Dorf. Und Mahmoud holt es vom Bus ab, falls jemand die Logistik verstehen möchte. Okay. Es sind sehr viele helfende Hände dabei, bis das alles zu uns kommt. Ne? Erstmal wegschicken per Post, dann kriegt's die Urlauberin. Die Urlauberin bringt's mit ins Flugzeug. Na, und es wird dann vom Hotel abgeholt. Is something also with Hamad in there. We need somebody to bring it. With what? Ach so, stimmt, von der Oma haben wir auch noch. Wir haben noch Babyklamotten für die Dua. Wenn jemand kommt, bitte sagt Bescheid, weil ich besuche die doch in Kairo. Ich bringe dann gleich die Babyklamotten mit. Wir haben wir haben sogar, ich glaube, 10 Kilo locker. Aber wenn jemand 5 Kilo mitbringen kann, wäre super. Ne? Also und die Decke, Sassi, vielen Dank, ich freue mich besonders, das halte ich in Ehren. Weißt du, jedes einzelne, ich habe ja selber auch schon mal gestrickt, das ist zwar gehäkelt jetzt, aber so wie es aussieht, hat sie gesagt, gehäkelt, ne? Sieht aber auch noch, das ist doch gestrickt. Hä? Das sieht aus wie gestrickt. Du hast geschrieben, gehäkelt. Egal. Die ganzen Gedanken, wo man sich bei jedem, weißt du, bei jedem Kästchen macht und alles. Also ich bin da immer ganz gerührt. Und ich freue mich, diese Decke besitzen zu dürfen. Dankeschön. Dankeschön. Guck, Sassi. Passt doch super. Finde ich schön. Und ist schön weich, gemütlich. Gell, Younes? Ja, richtig. Richtig schön. Kannst du nochmal ein Jahr machen, da? Wie wir kennen. Amel Wahed Yitzanatani. Nee, danke, danke. Also, super, so schön. Wirklich wunderbar. Ist das vielleicht gehäkelt? Was meint sie denn mit gehäkelt? Also, ich kann es immer noch. Ich kann mir nicht einen Satz sehen von der Decke, gell? Wunderschön. Wunderschöne. Wir stopfen Löcher. Geh, Mausi. Jo, die Pixie. Du, gell? Lass meine Pixie. Nein. Ich hab schon hier unterm Sofa glotzt, ob die da unten liegt, die Mopsi. Also, Mopsi ist weg. Boah. Horrible. Mahmoud sagt, sei doch nicht so. Du warst wenigstens in der Gegend, wo sie gewohnt hat. Sehr toll. And also I need that Fauzi clean this room, that we have it clean harless from all this rubbish. I want to put the Arnab man inside here, because here too many. Hier haben wir zu viele Hasen. Und Selwa hat sie immer noch nicht geschlachtet. Und hat sie gesagt, heute, weil ich will heute doch Hasen abgeben. Gell? Ja. Was hockst du da so? Sind schon sauer. Wen will ich abgeben? Also Shakira auf jeden Fall. Ich muss noch mal in der Stammliste gucken. Also Paris und Shakira, die zwei, die nebeneinander sind. Ja. Shakira. Und dann nehmen wir mal, lassen wir nur die Mädels hier. Und tun die Jungs raus. Was ist hier los? Kokoma, was ist los, Habibti? Hast du Durchfall? Heide, nein, zeig mal. Nee, alles gut. Alles gut. Hast geschlafen. Guck mal, wie sie sich runterducken. Habt ihr Angst vor mir? Mensch. Aber wenn Futter kommt, dann kommt ihr zu den Füßen. Guck mal, das ist das Schönste. Mashallah. Ne? Das ist Mr. Jacket. Mantelschecke, Jacket. Du bist ein Mädle? Glaube ich. Moment. Not. Can I do? Not like this, not move it. You know the cats make chick chick and it's out. Okay, and another problem is here. But I think here is done, Shreya. And here. Na gut, also das war ein Junge, aber wir haben noch ein anderes, ein Mädle. Komm, komm. Hä? Komm, I speak with the dog. Komm her!
Yalla! Yalla, Bina, komm, Bino! Yalla, Parra! Also, dann Pech. Rotkäppchen, ha? Rotkäppchen, komm zum Besen, Wolf! Lecker, lecker, da ist sie! Komm! Komm! Kann sie mal hinsetzen, dann kommt sie vielleicht. Jetzt fressen sie. Guck mal, die alte Hühner. Da, Julia Roberts. In the house. Und hier? Bini, ich hab doch gesagt, komm raus. You cannot bring Shwaya white for them here. Ja. Ah, okay. Sister Act is eating. Coco Shani Delwati Amel Wajib Filbiat. She found the book. No. No. Guck mal, die kommt. This is the heady one. Naja, meine Lieben. Ja, komm zu Mama, komm. Komm. Rotkäppchen. Hey, Ade. The nice one. Gut, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ah, eine harte Fischkaharabakat. Look. Ich komme extra raus, weil ich weiß, Stromausfall und jetzt ist nichts. One day not. Also, alle zwei Tage Stromausfall. Okay. Manchmal vergessen sie es auch, gell? Oder tun so, als ob sie es vergessen. Ist auch gut. Der Hahn ist schon... Look, Mahmoud, this Hani. His name, the dick is Hani. He looks beautiful, so? Look. His feather in the bobo, you see? A proud dick. Mit Reis im Ofen sieht er noch besser aus. Oh, Baby Hani. Ah, der will nur, die Küken lässt er nicht fressen. Der will nur, deswegen, you see, this dick, don't let the baby eat good. And if you give food, you must give it in 6 places. Here I have many tuba. Inside the room I put a tuba. When you give food. Here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That everybody gets food. Especially my red ones. The red army. Die rote Bertha. Ha! Hey! Okay. Das war's mit dem Video, meine Lieben. Bis die Tage. Mal Schilema. Bye bye. Ah, jetzt frisst das Trockenfutter wieder. Guck. Mit der Katze zusammen. Mashi, but the cat's not good that they eat cat food. And the dog's not good that they eat cat food. Ach so. I want that he stay here in the morning, all the day, that he learn to protect the area. He must not protect the cats. The dog. Huh? Protect his self. Der muss sich selbst beschützen. Oh. Übrigens, ich erzähle euch jetzt noch eine Geschichte, eine ganz interessante. Die abgeschalten haben, weil sie denken, jetzt kommt nichts mehr, selber schuld. Und die es mitbekommen haben, Hashtag König Farouk. Der König Farouk, 50 years ago, he made this with the animals, what you told me yesterday. What? King Farouk. Man, what he bring?
from outside to kill the far. 50 years ago or when? Maybe more. More. 100? Sag mal, vor 100 Jahren war in Ägypten Rattenplage. Und da hat der König Farouk Frettchen, einen Wiesel geholt. Von außen, weiß nicht von welchem Land. Viele, many thousands. Ha? Salua heißt Wiesel, Salua. Und die haben, fragte Iltis, und die haben die Ratten gefressen. And now, the Salua become much. Jetzt haben wir zu viele von denen und die... Die haben es abgeschossen, die Wiesel, weil die haben das alles, die haben die Hühner gefressen. And they eat also the Gaun. Wassermelone und Kürbis haben die angefressen, die Wiesel. Und dann haben sie es wieder eliminieren. And now coming the rats back or what? Und jetzt haben wir wieder Ratten. I don't know. Und gestern haben wir einen riesen Wiesel gesehen. Ich habe das noch nie... Ey, das sah gar nicht so aus. Ich dachte, das ist ein Dachs. So ein Riesenviech und dann noch so grau. Das war nicht aus, hat nicht ausgesehen wie ein Iltis oder so. Das sah aus wie so ein Biber fast. Aber ein langer Biber und der lange Schwanz. Gell, Johnny? Der ist über die Straße. Wow, fern. Far away. Far away. Wow. Well, intelligent. Der hat gestern... Die ganze Farm hat er... How much you bring? 2 Kilo Gift hat er gebracht. Hat er es mit Brot gemischt. Dann hat er es in eine Plastiktüte, dass sie es auch noch aufbeißen müssen, dass sie merken, oh, das ist nett für uns, dass sie es besonders lecker finden, ne? Wenn sie was aufbeißen. So schlau auch noch, ne? Und dann hat er da die... And it's doing something. Yeah, the most dying under the earth. Under the earth. Ah ja, gut. Fino, la... Nein, lass meine Pixie. Sag das. Gut, jetzt sind wir aber fertig. Also, King Farouk oder nur Farouk in den Kommentaren. Dann wundern sich die anderen, wieso schreiben die das? Nein, ich muss das Video nochmal glotzen. Selber schuld. Das ist eine super geschichtliche Info. Stellt euch vor, die ganzen Iltisse oder Frettchen oder wie man die auch nennt, ne, kommen, die waren nicht hier angesiedelt. Die kamen von früher. Eigentlich müsste man auch Igel haben. Das haben wir aber nicht. Und Brennnesseln auch nicht, wenn jemand nochmal fragen sollte. Keine Brennnesseln in Ägypten. Zumindest nicht hier im Süden. Gell? Okay, bis die Tage. Bye-bye.